rauskommt. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, es ist Zeit für die Fäuste zum Weltmeisterschaftskampf. Boxen im Ersten und Sauerland Event präsentieren Ihnen diesen Kampf über 12 Runden um den Mittelgewichts-Weltmeistertitel der IBF. Und wir erwarten zwei Boxer, die ihre Karrieren krönen wollen mit diesem Kampf heute hier in Leipzig. Er kommt eigentlich aus Nigeria, aber lebt in Kanada. Kingsley Sharp Knuckle Ikeke. Ist der ehrfurchtsvoll, betritt er den Ring, Kingsley Ikeke. Sein Gegner, meine Damen und Herren, nennt Armenien und Deutschland seine Heimat. Sein Auftritt ist legendär und einzigartig in der Boxwelt. Er möchte vom Schlumpfboxer zu King Arthur werden. Hier ist er, Arthur Abraham.
Damen und Herren, die Spannung ist spürbar. Bleiben Sie bitte gleich stehen oder erheben Sie sich von Ihren Plätzen für die Hymnen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, bevor es losgeht mit diesem Weltmeisterschaftskampf, noch ein paar Informationen zu den beiden Gegnern. Kingsley Ekeke stammt aus Nigeria, lebt in Kanada, in Montreal, ist 32 Jahre alt und wiegt 72 Kilogramm bei 1,93 Meter Körpergröße. Damit ist er 15 Zentimeter größer als sein Gegner. Sein Profidebüt gab er vor 10 Jahren, bestritt seitdem 24 Kämpfe, 23 davon hat er gewonnen, 13 durch K.O. Sein Gegner ist Arthur Abraham. 25 Jahre alt, ebenfalls 72 Kilogramm bei 1,78 Meter Körpergröße. Er ist seit 2003 Profi, hat 18 Kämpfe bestritten, alle 18 gewonnen, 16 durch K.O.
Die IBF-Delegierten heute am Ring in Leipzig sind Lindsay Tucker aus den Vereinigten Staaten von Amerika und Benedetto Montella aus Italien. Die drei Punktrichter der IBF sind George Hill aus den USA, Howard Foster aus England und Luca Montella aus Italien. Der dritte Mann im Ring ist Samuel Virat aus den Vereinigten Staaten. Meine Damen und Herren, hallo Leipzig, sind Sie bereit? Die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht über 12 Runden zwischen Kingsley Ikeke und Arthur Abraham. Es gibt ein bisschen Probleme zum Start dieses Kampfes. Der Gürtel am 20. hier beim großen WM-Finale ist natürlich zu hoch und wird natürlich gleich vom Trainer von Arthur Abraham von Uli Wegner moniert, der dem Ringrichter Samuel Virat aus den USA den Hinweis gibt, da ein bisschen was zu korrigieren. Ein wenig Entschuldigung von Freddie Roach, einem großen Star-Coach aus den USA, der auch schon mit Tyson zusammengearbeitet hat und so ein bisschen mit schelmischen Lächeln sich entschuldigt für diesen kleinen Fehlstart in ein hoffentlich großes Gefecht. Die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht, im Limit bis 72,574 Kilo. Jetzt, beim zweiten Anlauf, kann es losgehen. Hey Boxers, I give you the instructions. Chassis are good. Chassis are good. Chassis are good, okay? Alright, touch him up, good luck. Für beide Boxer natürlich der größte Tag in ihrer Karriere als Berufsboxer bislang. Die erste WM-Chance, aber was für eine Chance für Arthur Abraham, der im Hochdrucktempo zu dieser Titelmöglichkeit gestürmt ist. Nach nur 28 Monaten als Professional. Jetzt mit dem Griff zu den Sternen, als Boxschlumpf hinein, vielleicht als King Arthur wieder heraus, hier aus diesem Miniring in der Arena in Leipzig. Sehr schöne rechte Hand gleich zu Beginn von Arthur Abraham über die Führhand, die beide mit links boxend, also Normalauslager, haben und versuchen gleich in dieser ersten Runde sehr druckvoll zu beginnen. Vorteile, die körperlichen, die sind leicht auszumachen. 15 cm größer, 1,93 Meter, keiner in den Top 50 im Mittelgewicht kann sich auch nur annähernd in Sachen Körpergröße mit Kingsley Ikeke messen. Ein bisschen tief die Serie des Nigerianers, der unter der Fahne Kanadas startet, aber mittlerweile fast sein ganzes Training und auch sein Hauptwohnsitz in den USA, in Los Angeles, hat da direkt beim Gym von Freddie Roach. Zweite Klasse Aktion in dieser ersten Runde. Die angesprochene Taktik ist klar. Die Distanz auflösen, zum Körper treffen und dann zum Kopf abschließen. Das ist angesprochen worden. Aber natürlich kann er es nicht nur von vorne machen, auch wenn er hier Erfolg hatte mit einem Kopfhaken, sondern einfach auch mal einen Schritt zur Seite raus machen, nach rechts und dann wieder neu anfangen, mit geraden Händen auf die Kicke zuzuboxen. Natürlich die stärkste Waffe von Kingsley Ikeke,
Aber er ist unterdurch getaucht und hat dann zwei, drei schnelle Hände schlagen können. Ein wilder, ein hektischer Auftakt in dieses Weltmeisterschaftsgefecht hinein, aber ein ganz starker Auftakt. Und das sind die besten Aktionen aus dieser ersten Runde von Arthur Abraham. Du hast keinen linken Hakenhaut. Ja. Pick die linke nochmal nach. Dann triffst du sicher. Atmen. Dann nicht dir immer den Inlandsäbel aus der Hand geben lassen. Wenn er kommt, pickst du ihm die linke wieder rein. Komm her, mein Junge. Ist gut. So, atmen. Hast du mich verstanden? Ja. Kein Haken. Kein Haken, Junge. Baba, pick die linke nochmal hin. Pick die linke nochmal hin. Ne, ist schon gut. Komm, wenn du willst. Aber pass auf, er geht nach links gleich immer rum. Hast du das gemerkt? Du musst rechts drüber gehen, dann wird er unsicher. Heute Nachmittag beim Studium noch einmal der Kassetten der Kämpfe von Kingsley Ikeke wurde es auch angesprochen. Seitwärtshaken sind verboten, Ausrufezeichen, sagte Cheftrainer Uli Wegner. Aber da kam er einmal. Und ich hatte darauf hingewiesen, diesen Weg nach rechts rauszugehen, nicht einfach bloß immer hinterher zu laufen, sondern da ein bisschen variabler zu sein. Und das ist vielleicht der einzige Punkt, der diesem Weltklasse-Boxer, diesem Arthur Abraham noch fehlt, nämlich eine Weltklasse-Beinarbeit. Das könnte noch ein bisschen stärker sein, hier auch in dieser zweiten Runde. Wenn du 15 cm größer bist als dein Gegner, dann muss eigentlich der Jab so sehr beherrschend sein, dass man fast sagen muss, er bringt ihn sogar noch zu wenig. Zum Glück für Arthur Abraham hier zum Auftakt dieses Gefechts in der ältesten der 17 Gewichtsklassen im Berufsboxen. Zu verhalten, Arthur Abraham. Auch das war ein Problem, aber das wollen wir ihm gar nicht so sehr vorwerfen. Wo soll die Routine denn herkommen, wenn man gerade mal 28 Monate hier in den Berufsboxringen gestanden hat? Er hat oft zu verhalten begonnen und das war jetzt mit sehr, sehr viel Druck geschlagen. Hat er Glück gehabt, dass er dann nicht besser abgekontert wurde. Wiederum starke Serie am Mann von Arthur Abraham. Kommt, aber er kommt nicht so schnell, dass er ihn nicht sehen könnte. Reflexe bei Arthur Abraham, ein weiterer großer Pluspunkt. Schön geschlossen gestanden und vor allen Dingen ganz wichtig, auch seine Führhand wieder zum Kopf hochgezogen. Ein großes Finale hier in dieser zweiten Runde für den Armenier in Jerewan geboren. Ikeke kommt noch einmal. Eigentlich war die Marschrichtung so, von diesen ersten vier Runden möglichst zwei zu haben. Aber er ist schon jetzt voll im Plan. Das sieht klasse aus. Und das wird auch Leila Ali sehen, dass das ein richtiger Instinktboxer ist, der mit viel Selbstvertrauen hier an seinen Job herangegangen ist. Und 120 Fans aus Kassel, wo eins auch geboxt hat, waren das. Das war zumindest ein Teil dieser Gruppe. Nicht so weit zurückspringen, geh rechts rüber. Andeuten für den Dulmer, wenn du eine Pause brauchst. Locke leichte Hände, das machst du ganz gut. Also die Nerven behalten. Immer wieder schlaufen. Verstehst du? Ruhe, aber zumachen, ja? Immer zumachen. Wenn er Okiri angreift, dann zumachen und dann machst du den Gegner sofort. Komm, Ruhe. Atmen. Oh, Ruhe.
Ruhe. Ruhe. Schön locker bestimmt sein, aber nicht verausgaben. Bruder Alexander, ebenfalls ein Powerpuncher wie Arthur, aber noch nicht ganz mit der Chuzpe und dem Selbstvertrauen wie der Mann, der heute um den Weltmeisterschaftstitel boxt und im Moment gut begonnen hat. Spät zur Stelle. Richter in New York, auch bei großen Kämpfen hier in Deutschland schon gewesen. Zum vierten Mal hier. Beispielsweise für die Kämpfe von Arthur Grigorian, der ähnlich wie Sven Ottke auch so einen Temporitt hin zum Titel gemacht hat. Sehr viel zum Kopf, kaum zum Körper, ganz anders als das eigentlich in der taktischen Linie vorher war. Und auch das Rausgehen rechts um die Gegner herum haben wir hier im ersten Viertel des Gefechts kaum gesehen. Gar nicht verlassen, weil die auch für den Gegner leichter auszumachen sind. Es fehlt so ein bisschen manchmal auch, aber das ist leicht gesagt, dieses einfach nur mit ein, zwei Händen da sein, wieder rausgehen und dann mal den nächsten Angriff starten. Im Moment sind das meistens ein, zwei mit sehr viel Wucht gehauene Hände, so wie diese linke, die eben im Ziel war. Wunderbar entzogen. Es ist ja schon der zweite Kampf gegen einen Kanadier für ihn in diesem Jahr. Februar in Berlin gegen einen Gardner. Da ging er zum ersten Mal überhaupt über die 12 Runden und ist jetzt hier am Ende der dritten noch einmal mit zwei, drei guten Händen da. Wichtig für die Punktzettel der Dreipunktrichter, die ihn im Moment vorne haben durften. Zu. Er versucht aus deiner Rechten rauszukommen und du kommst mit deinem Jab nicht richtig zurecht. Und mit dem Double Jab, das klappt nicht. Versuch mit der Rechten zu punchen. Versuch ein bisschen dichter dran zu sein daneben. Hörst du, was ich sage? King. King, versuch's nochmal. Hol dir die nächste Runde. Aber pass auf, dass du die Rechte einsetzen kannst. Deep breath. Weltmeister ging durch die Hände von Freddie Roach. Er hat sie betreut, den großen Tyson, Starcoach von James Toney und im Moment mit Marc-Antonio Barrera auch einen ganz starken Mann. Und nun natürlich nach diesen Hinweisen der Versuch von Ikeke mehr zu machen. Sie haben das Ausschütteln eben gesehen bei Arthur Abraham. Das kommt von diesen unglaublich harten Versuchen, Schläge anzusetzen, sich selbst noch einmal zu lockern jetzt. Double jab!
schnell, dass er sogar zum Kopf trifft. Genau anders, als es eigentlich die Marschroute war. Sie erinnern sich an das Eingangsgesagte. Kaum Versuche von Arthur Abraham zum Körper zu starten und dann zum Kopf abzuschließen. Im Gegenteil, es läuft genau andersrum. Immer zuerst der weitaus schwierigere Versuch, jetzt mal zum Körper. Klasse gemacht. Das ist Arthur Abraham und das ist natürlich eine Szene, wo Uli Wegner gleich wieder ein paar Falten in der Stirn mehr kriegt. Ein Boxer muss an sich glauben, sagt der Starcoach, aber Arthur glaubt leider an nichts anderes. Beim Showtanz verunglückt. Kingsley Ekeke, der immerhin gegen Antoine Eccles zuletzt geboxt hat im April im Northern Quest Casino. Ein TKO-Sieg nach 10 Runden. Ein guter Kampf. Ein Mann, der auch schon dreimal um die Weltmeisterschaft geboxt hat. Gegen Hopkins zweimal. Unter anderem hat Probleme, hier seinen Stil zu finden und überhaupt Treffer zu setzen. Das Klopfen im Hintergrund gehört. Genau das muss überhaupt nicht sein. Diese Heumacher von außen. Das Zeichen kam natürlich von Uli Wegner. Er ist sich so sicher, dass er alles will. Es läuft im Moment gut für ihn. Aber Sven Ottke, es ist nicht so, dass man sagen könnte, dass er alles perfekt macht. Um Himmels Willen, nein. Er muss sagen, klar, er fühlt sich gerade sehr sicher. Die ersten drei Runden hat er gewonnen. Auch die kann man ihm geben, bin ich der Meinung. Aber der Kampf hat noch 8 Runden. Und ich denke mal, er muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Er macht jetzt zu viel Haupthandlung. Er will jetzt unbedingt den Kampf zu Ende bringen. Habe ich so das Gefühl. Er müsste den besser vorbereiten. Mit der Führhand wieder. Also die ersten drei Runden haben mir sehr viel besser gefallen als jetzt die vierte. Er muss ruhiger werden. Schön entspannt bleiben. Boxen. Im Grunde ist er eigentlich schneller als er. Er ist beweglicher als er und er kann den Kampf hier klar gewinnen. Das ist gut. Und wer machst du Mätzchen? Wer? Arthur, es geht hier um was Großes. Ärger dich nicht, bleib ganz sachlich, einfach boxen. Hast du gehört? Die Führung tanzt. Hast du gehört, Arthur? Du hörst auf mich jetzt. Genau das wollte er eigentlich nicht, weil ganz, ganz viele Freunde aus Armenien, leider die Eltern nicht, aber ganz, ganz viele Freunde aus Armenien da sind, hat er gesagt, Trainer, bitte stellen Sie mich in der Ecke nicht so bloß. Aber nach dieser vierten Runde gab es Anlass genug, ich habe es angesprochen, diese weiten Hände von außen, da gab es ein ganz klares Nein. Und was macht er? Genauso boxt er. Natürlich hat diese vierte Runde richtig Luft gekostet, als er hineingeknallt hat, was er konnte. Und jetzt schnauft er ein bisschen durch, ist aber schon wieder mit ein, zwei Händen im Ziel. Unnötig. Einfach gerade boxen, weil auch das kostet richtig Kraft. Diese hart geschlagenen Hände, die dann vorbeizischen. Weil sie eben viel zu wenig, im Moment zumindest, vorbereitet sind von Arthur Abraham. Die Aktion. Harte linke Hand. Wirkungstreffer bei Kingsley Ekeke. Nachgesetzt mit der rechten. Ist das schon die Kampfentscheidung? Jawohl, es ist sie. King Arthur ist Weltmeister!
getragen von seinem Bruder Alexander. Vom Schlumpf zum König. Hey, tell him who's the champion of the world. Tell him who's the champion, baby. Er ist nicht der erste Weltmeister aus dem Land, dessen Fahne er jetzt trägt. Es gibt schon einen, Viktor Chayan, im Limit bis 51 Kilo. Aber es ist natürlich für dieses 3-Millionen-Volk zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer ein ganz großer Erfolg. Und Tränen beim Chefcoach, bei Uli Wegner. Nach der Niederlage von Sinan stehe ich unter Druck. Ich muss Weltmeister produzieren. Und das mit ihm. Ist doch gut jetzt. Wir sind auch mal aus der Augen drücken. Hey. Eigentlich hat er gesagt, dass er diesen Kingsley Ikeke gar nicht so stark sieht wie Eastman und deswegen etwas weniger Sorgen hat, aber die Tränen, die nach diesem schönen Erfolg mit der linken Hand, da war zum ersten Mal Wirkung da, die Beine wurden weich. Ausfall des Systems schon ein bisschen bei Kingsley Ikeke, kam dann die Entscheidung mit der harten Rechten an die Kinnspitze von der Seite geschlagen. Und hier war für die Nigerianer eigentlich der Fight schon vorbei, der Aufwärtshaken noch einmal hinterher. Zu Recht getrennt von Samuel Viret. Und Jubel berechtigtermaßen und glücklicherweise steht er inzwischen auch wieder, der mit 1,93 Meter absolut größte Mittelgewichtler in den Top 50. Und Arthur Abraham ist hier an diesem 10. Dezember des Jahres 2005 ganz oben auf dem Thron angekommen. Meine Damen und Herren, noch ganz kurz das offizielle Urteil. Nach 1 Minute 36 Sekunden in der fünften Runde. K.O.-Sieg im Weltmeisterschaftskampf des Mittelgewichtes der Version nach IBV und damit neuer